Schulen stehen ja stets vor der Herausforderung, die eigene Arbeit an sich verändernde gesellschaftliche Entwicklungen anzupassen. Aktuell zum Beispiel die rasante Entwicklung im Bereich der Digitalisierung oder die Umsetzung von Inklusion, also das Recht jedes Einzelnen auf Anerkennung seiner spezifischen Besonderheiten. Seit einigen Jahren nun haben sich Schulnetzwerke als eine Strategie für Schulentwicklung etabliert. Die konkrete Zusammenarbeit in Schulnetzwerken wird dabei teilweise sehr unterschiedlich gestaltet. Einen besonderen Weg geht der Schulverbund Blick über den Zaun, kurz BÜZ. Das ist ein Netzwerk mit mehr als 130 Schulen in Deutschland und der Schweiz, das es schon seit 30 Jahren gibt. Hierbei handelt es sich um innovative Schulen, die ein gemeinsames Leitbild eint. Und einige von ihnen waren in den vergangenen Jahren auch beim Deutschen Schulpreis erfolgreich. Und genau mit dem Netzwerk beschäftigen wir uns im Arbeitsbereich Schulpädagogik und Schulforschung unter Leitung von Frau Professorin Dagmar Killus. Ganz konkret leite ich die Arbeitsstelle des Schulverbunds und übernehme Aufgaben im Bereich der Koordination und der Konzeption und eben auch die wissenschaftliche Begleitung. Und ich promoviere zum Thema Schulnetzwerke und konnte den Schulverbund für meine Datenerhebung gewinnen. Dabei bildet mein Forschungsprojekt einen Teil der wissenschaftlichen Begleitung. Was uns beim Schulverbund Blick über den Zaun von Anfang an fasziniert hat, waren eben die Blicke über den Zaun, wobei die Blicke hier hinein in Schule, in Unterricht, in Lernsituationen gehen. Und das ist aus unserer Sicht eben das Besondere am Schulverbund. Konkret bedeutet das, dass Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Schulen sich gegenseitig besuchen und eine Rückmeldung geben zu Fragen, die die Schule in dem Moment gerade besonders beschäftigen. Wir alle bekommen ja gerne Besuch von Freunden und tauschen uns mit ihnen über unseren Alltag oder auch über unsere Ansichten aus. Oder andersrum besuchen wir ja auch gerne andere und lernen Neues kennen oder eben einfach anderes. Diesen gewissermaßen uralten Brauch der Menschheit professionell zu gestalten und als Verfahren für Schulentwicklung anzupassen und zu nutzen, stellt aus unserer Sicht eine Besonderheit dar und hat uns als Schulforscherinnen besonders interessiert. Wir haben uns gefragt, wie die Schulbesuche gestaltet werden, wie die Besucherinnen und Besucher, also die kritischen Freundinnen, während der Schulbesuche agieren, wie die Rückmeldung vorbereitet wird, wie sie gestaltet wird. Gerade die Rückmeldung wird im BÜZ als Geschenk der Besucherinnen und Besucher an die Schule verstanden. Und dabei handelt es sich um einen besonders sensiblen Moment innerhalb der Schulbesuche. Und in unserem Projekt war es möglich, diese Rückmeldungen aufzunehmen und auszuwerten. In der Forschung wird diese Art der Daten als natürliche Daten bezeichnet und sie stellen eine Besonderheit dar, weil man normalerweise nur sehr selten Zugang zu ihnen hat. Darüber hinaus konnten wir die Akteure in Fragebögen und Interviews befragen und haben auch Beobachtungen während der Schulbesuche durchgeführt. Erste Ergebnisse unserer Forschung haben wir bereits auf nationalen und internationalen Tagungen präsentiert und auch mit VertreterInnen des Schulnetzwerks diskutiert. Wir können zum Beispiel zeigen, dass die kritischen Freunde während der Schulbesuche auf höchst anspruchsvolle Art miteinander kooperieren. Sie tauschen sich während der Schulbesuche aus, sie spiegeln sich die Rückmeldungen gegenseitig und sie diskutieren dabei auch pädagogische Grundsatzfragen. Solche Formen der Kooperation setzen Vertrauen und gemeinsame Ziele voraus. Und sie sind besonders, weil sie in der Schulpraxis eher selten zu finden sind. Sichtbar wurde auch, dass einige Phasen des Peer Reviews dem Ablauf von Beratungsgesprächen ähneln, und zwar der prozessorientierten Beratung. In den Rückmeldungen haben wir Gesprächsmuster gefunden, die als hilfreich für den Entwicklungsprozess angesehen werden können. Dazu zählt zum Beispiel, dass die kritischen Freunde ihre Beobachtungen schildern, ohne sie zu bewerten, und dass sie weiterführende Fragen stellen, anstatt Tipps zu geben. Das alles deutet darauf hin, dass das Ziel, das der Schulverbund mit den Peer Reviews verfolgt, nämlich Schulen in der Schulentwicklung zu unterstützen, auch erreicht werden kann. Genau an dieser Frage setzt ein zweites Teilprojekt an, das stärker auf die Auswirkungen der Peer Reviews ausgerichtet ist. Das Projekt hat im Jahr 2020 begonnen und kombiniert eine Online-Fragebogenerhebung mit Fallstudien an einzelnen Schulen. Wir versprechen uns davon, genauer abbilden zu können, wie die Peer Reviews in den Schulen Wirkung entfalten und welche Bedingungen dabei förderlich sind. Das Besondere an diesem Projekt ist die Nähe zu innovativen Schulen und zur Schulpraxis. Weil die Arbeitsstelle des Schulverbundes an die Universität Hamburg angegliedert ist, ergeben sich daraus gleich mehrere Möglichkeiten für einen Transfer. Erstens entstehen wertvolle Impulse für die Lehrerinnenbildung an der Universität Hamburg.
Beispielsweise arbeiten wir mit Schulen des Schulverbundes im Rahmen von Forschungswerkstätten und Schulpraktika zusammen. Zweitens können die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung auch in den wissenschaftlichen Diskurs zu Schulnetzwerken und Schulentwicklung eingebracht werden. Und wir sind gespannt auf die weiteren Ergebnisse. Thank you.